Wir starten heute unspektakulär mit einem Blatt. Ja, welches Blatt oder von welcher Pflanze ist dieses Blatt? Weißt du es? Ja, genau, eine Monstera, Thai Constellation. Und zwar ist das die damalige, nein, ist eigentlich noch die Pflanze, nicht die damalige, aus der TC-Kultur, falls du dich noch daran erinnern kannst. Und diese Pflanze macht etwas ganz Besonderes. Worauf wir das zurückführen können, ja, vielleicht, nein, ich weiß noch nicht genau. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, die wir uns gleich ganz genau ansehen werden. Aber bevor wir das machen, kommt erst kurz was Kleines. Etwas Kleines, Feines hier auf der Heizung. Ja, das Projekt läuft seit dem 16.10. Heute ist der 21.10. Das habe ich schon mal aufgeschrieben. Dann gucken wir mal in die Box rein hier, in die Growbox. Was denn da passiert? Tada! Die ersten... Moment, ich habe das mal eben hier drauf. So, kann das Kondenswasser wieder rein. Die ersten... Sämlinge schlüpfen von unseren Chilis. Ja, und das Ganze jetzt nach 5 Tagen fängt das an. Ich werde es bis morgen auf jeden Fall noch hier drauf stehen lassen und dann checken, wie es aussieht, ob noch mehr schlüpfen. Und dann muss etwas passieren. Und was? Ja, ganz genau. Das Ganze muss unter kräftiges Licht, denn ansonsten funktioniert das nicht. So, mache ich die Klappe wieder zu. So, wunderschön anzusehen, dass das so schnell funktioniert hat. Die Samen sind aus einer frischen Chili. Tja, entnommen und direkt ausgesät worden hier im, jawohl, Basalt. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, wieso, weshalb, warum passiert manches? Manchmal weiß ich es auch nicht, ist ganz normal. Ich meine, wir versuchen ja vieles herauszubekommen, das heißt aber nicht, dass ich alles weiß. Deswegen machen wir das ja auch. Ne? So, die Monstera Thai Constellation macht etwas sehr Interessantes, Fantastisches. Das Wachstum. Sie ist einfach nur grandios anzusehen. Klar, liegt es an der Pflege, die wir machen, auch an den Düngen, auch an dem Wasser. Aber hier spielt noch ein anderer Faktor eine Rolle. Und zwar haben wir seit kurzem so hier und da, zumindest in der Anwendung, das Aquamonton, also das Montmorillonit. Und das haben wir bei der Pflanze angewendet und mittlerweile, glaube ich, 4-mal schon. Ja, ob es nur daran liegt, weiß ich nicht. Aber es ist fantastisch anzusehen, wie sich da was entwickelt. Das kannst du jetzt noch nicht sehen. Ich zeige es gleich in der Aufnahme. Und wir haben eine Pflanze, die habe ich vernachlässigt. Die stand bei uns im Vorraum. Mittlerweile auch schon so bei 15 Grad. Nachts auch manchmal schon kühler tatsächlich. Die war auch voller Spinnmilben gewesen. In dem Zuge mit der anderen Pflanze, die wir dort stehen hatten. Welche war das denn jetzt? Ach du meine Güte, habe ich schon wieder vergessen. Ist wohl manchmal, ne? Fällt mir vielleicht gleich wieder ein. Auf jeden Fall hatte sie auch Spinnmilben. Ich habe dann alle Blätter abgeschnitten. Habe sie einmal eingesprüht mit dem Ardap Fliegenspray. Habe sie dann wieder dahingestellt einfach, um mal zu gucken. Ja, ne? Ist so. Ich wollte sie nicht direkt hier in den Raum stellen. Okay, Spinnmilben sind weg. Jetzt ist sich natürlich die Frage, wie gehe ich da weiter vor? Sie bekommt erstmal ja, einen kompletten Neustart tatsächlich, um sie mal wieder wachsen zu lassen. Ja, okay. Das heißt im Klartext, einfach mal machen, nicht lange lachen, weiß Bescheid. Und schon kommen ganz interessante Sachen dabei raus. Ne? Aber das lässt sich dann nicht unbedingt alles immer sofort erklären. Weil ja, es in dem Sinne halt ein Experiment ist. Ne? Und was sich dann plötzlich entwickelt. Ja, das ist dann so eine andere Sache und das zeige ich dir jetzt. Das Grandiose bei dieser Pflanze jetzt ist das Wurzelwachstum. Sehen wir gleich genauer. Hier sehen wir eine neue Wurzelspitze, die hier über die Oberfläche krabbelt. Ich kipp das mal so ein bisschen, da siehst du die eine Wurzel, die Hauptwurzel davon. Ne? Und die verzweigt sich also auch tatsächlich auch an der Oberfläche. Jetzt drehen wir das Ganze mal. Hier kam dann die nächste Wurzel damals, ne? Die ist hier reingewachsen, sieht wunderschön aus und hier oben kommt schon eine neue Wurzel von einem neuen Blatt. Also in der Regel ist es erstmal so, dass ein Blatt kommt und dann kommt eine neue Wurzel. So, in dem Zuge kam dann nach dieser diese Wurzel und die macht jetzt was ganz Interessantes. Hier unten siehst du eine feine kleine Wurzel und da oben auch und das an der Luft tatsächlich. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja. Tolle Sache auf jeden Fall, dass diese Pflanze so vital ist und auch im Wurzelbereich tatsächlich so vital ist. Ne?
Also das ist schon grandios anzusehen, muss ich sagen. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ja, wie gesagt, wir erleben immer wieder mal neue Sachen. Ist jetzt tatsächlich dann das Montmorillonit dafür verantwortlich, dass es der Pflanze so gut geht? Ist das wirklich so? Ich meine, das wäre, wenn denn, ja eine grandiose Sache. Aber wie gesagt, da sind wir noch ganz am Anfang und werden natürlicherweise auch immer mehr ausprobieren, logischerweise. Ne? Aber nach und nach, ne? Nicht so viel auf einmal. Die kleinen Blättchen, die du hier siehst, das sind damals noch die aus dem, ja, In-vitro-TC-Kultur, die ersten Blättchen von damals noch. Ne? Also ist schon grandios anzusehen. Und vor allem, die ist auch stabil. Also richtig stabil, die Pflanze, logisch, ne? Wenn sie so viele Wurzeln hat. Also rein theoretisch könnte ich sie vielleicht da anheben und hochheben, mache ich aber nicht, weil das Lavagranulat, in dem das Schätzchen steht, natürlich auch Gewicht hat. Und der Tontopf natürlich auch Gewicht hat. Ne? Von daher, ja, okay. Ich werde mal just die Werte hier im Wasser ermitteln, um mal zu checken, wie das aussieht. Und dazu muss ich aber das Wasser einmal hier durchgießen, zwei, dreimal, also hin und her pütten, kennen wir schon, um tatsächlich einen Wert herauszubekommen. Ne? Denn meist gieße ich auch hier tatsächlich von unten, manchmal auch von oben, mal so, wie es eben gerade auch kommt, wie es halt auch passt. Ne? Okay, ja, auf jeden Fall fantastisch anzusehen. Das ist schon grandios, was die hier an Wurzelwachstum hinlegt. Oh, der Film ist fertig gerendert. Ich zeige dir dann auch mal kurz, wie ich das mache hier, falls du das noch nie gesehen hast. Ich nehme jetzt den Topf und gieße das Wasser, was hier drin ist, einfach mal durch das Substrat. In der Hoffnung, dass ich den Becher treffe. Jawohl, ich treffe ihn, lol. Dann lassen wir es einfach mal so ein bisschen durchlaufen. Und dann zupp einmal rüber. Und dann lassen wir das Ganze wieder hier durchlaufen. So, und das mache ich jetzt so zwei, dreimal, damit wir auch Inhaltsstoffe aus dem Lavamulch, Lavagranulat, wie man es auch nennen möchte, mit durchspülen, um ja bessere Werte zu erlangen. Wunderwelt Pflanzen Experimente. Ja, Montmorillonit. Pass mal auf. Dann gucken wir jetzt mal, wie das aussieht. Die Werte, meine, die Pflanze haben wir jetzt gesehen. Wir haben die Wurzeln gesehen. Und das sogar an der Luft. Das ist also schon gigantisch. Ich guck mal eben. Warte mal. Wie sieht die Luftfeuchtigkeit aus? Sieht gar nicht aus, weil das Gerät... Batterie ist alle. Okay. Nehmen wir vielleicht dann später nochmal mit. Oder ich sage es dir dann. So, wir haben Mikrosiemenswert von fast 700. Das ist ein bisschen wenig tatsächlich, muss ich sagen. Ich gieße sie eigentlich mit der 1000er-Variante, aber zwischendurch auch mit der 600er. Und wir sehen, sie hat also ordentlich gut verbraucht. pH-Wert ist 6,74, also man könnte sagen kurz vor 7. Das ist okay für die Monstera. Das liebt sie wirklich. Also ist wirklich so. Ne? Nimmt pH 7 leicht runter, ganz leicht drüber, dann sind sie am besten versorgt. Das ist definitiv so. Das haben wir schon herausbekommen. So, also liegt es dann jetzt wirklich am Montmorillonit? Und wie könnten wir das beweisen, dass das so ist? Das heißt, wir müssen irgendwas machen, dass wir Vergleiche haben. Ne? Du kannst mir gerne mal dazu, wenn du eine Idee hast, das in die Kommentare schreiben, weil ich kann auch nicht alles alleine erdenken, in dem Sinne, weil der Content-Bereich ist doch sehr groß hier. Ne? Und von daher möchte ich auch das bieten, was an Interesse da ist oder wofür ihr euch interessiert, sagen wir es mal so. Das heißt, im Klartext besteht kein Interesse, dann ist das für mich auch nicht ganz so wichtig erstmal. Mache ich dann trotzdem, aber eben nicht so in dem Sinne bewusst. Ja, okay. Nehmen wir jetzt so mit, wie es ist. Auf jeden Fall eine grandiose Sache zu sehen, wie es der Pflanze geht. Ob es dann wirklich an dem Montmorillonit liegt, das ist eine ganz andere Sache. Okay. Und wie geht's jetzt der Syngonium? Ja, du musst nicht denken, dass ich traurig bin oder so, weil ich lerne aus solchen Sachen. Das ist definitiv so, ne? So, ich ziehe schon mal hier so altes Zeug ab, was hier so dranhängt, was ich abkriege. Also ist schon eine interessante Sache, ne? Eine Pflanze, also der es nicht gut geht, ich sag's mal so, ist für uns hier eigentlich interessanter als Pflanzen, denen es gut geht. Warum? Weil wir aus dem natürlich mehr lernen können, als ne, wenn wir eben zeigen, ja guck mal, wie schön das aussieht. Ne? Keiner weiß wieso, weshalb, warum das so ist. Und deswegen lasse ich manche Sachen auch einfach mal so, wie es bei der jetzt eben gegeben ist, um ja, etwas Neues zu in Erfahrung zu bringen oder zu lernen. Und das kann man tatsächlich am besten, jetzt habe ich dummerweise die falsche Brille auf, aber ich glaube, so ist das okay. Soweit zumindest erstmal. Ich check gerade die Werte schon mal. Also habe ich ja schon mal ein bisschen Wasser rausgeholt. Und dann kommt die Geschichte erstmal raus hier. Also das Glas ist auf jeden Fall heftig grün.
Also, ja, tolle Algenproduktion, richtig klasse. So, aber nichts für unsere Garnelen, weil hier sind natürlich bedingt durch den Dünger, den wir zuführen, noch andere Inhaltsstoffe drin, die nicht gut sind für die Garnelen. So, für die Pflanze war es auch nicht gut. Ein paar kleine Würzelchen, die gut sind, da ist eine, ist okay, aber alles andere ist so, ja, es lebt, ist nicht kaputt, ne? Aber lauter braune Spitzen, ne? Oder man könnte fast sagen schwarze Spitzen. Wieso ist das so? Wieso hat die jetzt nicht so tolle Wurzeln, wie wir das von anderen Pflanzen kennen? So, ein Teil ist auch definitiv kaputt hier, was Schwarzes, ne? Das ist definitiv so. Sie bekommt gleich eine Kur, ne? Ganz klarer Fall, denn wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann kommt das Ganze nicht nur zum Doktor, sondern wird in die Kur geschickt. Ne? Ganz klarer Fall. So, kann ich das Blatt auch abnehmen hier? Ja, komm, ziehen wir auch mal ab. So, okay, also. Ja, die Kur siehst du gleich, das auf jeden Fall. Ich betrachte nur selber gerade noch mal so ein bisschen intensiver, ob nicht doch noch irgendwo Spinnweben dran sind, ist aber nichts zu erkennen. Gar nichts, also kannst du natürlich auch nichts sehen jetzt, ne? Es ist alles in Ordnung. So, also, wie sehen die Werte aus? Der pH-Wert ist über 7. Wir sind jetzt bei 7,3 Mikrosiemenswert. Ja. Dann mach auf, wie mache ich das denn jetzt? Habe ich irgendwo einen alten Lappen hier? Weil ich wollte jetzt nicht unbedingt alles Mögliche anpacken, wenn ich jetzt halt schon mal, ja, ne? Wenigstens einmal ein bisschen sauber machen. So, also, was haben wir jetzt hier? Mikrosiemenswert ist 520, das ist okay. Aber pH-Wert über 7,3, das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht für Syngonium. Ne? Kannst du sagen, so bei 6, leicht runter, leicht drüber, ist optimal für Syngonium. Oder die Syngonium in dem Sinne. Ist definitiv so. Das heißt im Klartext, sie braucht eine Kur. Ja, und die geben wir jetzt mal. Und wie wir das machen, vielleicht weißt du es schon, wenn du längere Zeit zuguckst. Wenn nicht, dann wirst du es gleich sehen. Was wir dann jetzt machen mit dieser Pflanze, der es gar nicht gut geht. Klar, sie stand auch zu kühl, definitiv, denn das sind auch wärmeliebende Pflanzen. Ne? Also 20 Grad sollte man ihr schon gönnen. Von daher, etwas wärmer ist sogar noch besser. Aber hier hat das jetzt definitiv gar nicht mehr funktioniert. Also das ja, ist so, wie es ist, ne? Sieht nicht gerade dolle aus. Und von daher schicken wir sie jetzt in die Kur. Es ist manchmal aber auch wie verhext. Ich muss jetzt schnell machen. So, wir haben hier unser Glas. Das habe ich wieder sauber gemacht. Richtig heiß, ne? Ganz wichtig, um alles abzutöten, was da drin drum dran war. So, jetzt werden wir das Schätzchen einfach hier reinstellen. Wenn hier nicht dran rumfummeln oder sonst irgendwas, also auch nichts abbröseln oder tralala. Jetzt habe ich wieder 1000 Sachen in der Hand. Aber egal, kriegen wir schnell hin. So. Wir nehmen für die Kur Wasser, reines Wasser, Osmosewasser unter Druck gesetzt. Das habe ich gestern hier eingefüllt. So, das kommt jetzt hier rein. Dann gibt es erstmal eine Sauerstoffkur, ne? Also eine Luftkur, Luftkurort, lol. Eine Luftkurort, einen Luftkur, meine Güte, nee. Luftkurort, so, sie kommt in einen Luftkurort, lol. Ja, okay, ist so, wie es ist, ne? So, das heißt Klartext. Das bleibt da drin stehen. Wie lange werden wir sehen? Auf jeden Fall muss ich mal wieder weg. Das ist ein Klartext. Ich lasse alles stehen und liegen. Soweit. Und dann fülle ich später weiter. Vielleicht auch morgen. Dann mal gucken, wann ich es schaffe. Auf jeden Fall haben wir sie erstmal in die Kur geschickt, damit sie ja, sich erholen kann. Keine Nährstoffe, kein Kalk, nothing, nada, niente. Nichts, gar nichts. Nur reines Wasser. Das Ding soll erstmal Wurzeln machen, bevor es Nährstoffe bekommt, um sich gut versorgen zu können. Aber ohne funktionierenden Wurzeln nutzen auch Nährstoffe nichts. Von daher erstmal Wurzeln schicken und wenn sie das gemacht hat in der Kur, dann darf sie Nährstoffe bekommen. So, da wird natürlich einiges hops gehen, sag ich mal. Und das werden wir jetzt kontrollieren die nächsten Tage. Also 2-3 Tage kann das so stehen bleiben mit dem reinen Wasser, ne, auf jeden Fall. Wir werden das auf jeden Fall in... Der ist schon wieder doppelt. Wir werden das in diesem Film auf jeden Fall noch checken, dass wir sehen, was da für eine Reaktion stattfindet, zumindest schon mal. Ne? Und solange diese Reaktion stattfindet, brauchen wir auch gar nicht einzugreifen. Sondern erst dann, wenn die nachlässt, wiederholen wir das Ganze im Prinzip dann. Und das dann im Rhythmus von... So, wie sie uns das zeigt, beziehungsweise die Reaktion uns das dann zeigt. So, Akku ist auch alle, Klartext. Ich bin dann mal weg. Knapp 12 Stunden später schauen wir uns die Geschichte nochmal an von der Syngonium. Wir kommen auch gleich übrigens dann zu den Chilis nochmal. Ja, eine spannende Geschichte auf jeden Fall. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, wie das miteinander reagiert hat hier. Das sieht jetzt so aus. Ich denke, man kann es so schon erkennen. Wir sehen Sauerstoffblasen.
oder sagen wir es mal so, Luftblasen, aber jetzt nicht die Menge, die ich mir vorstelle. Das heißt im Klartext, hier hat schon eine Reaktion stattgefunden und deshalb werden wir heute oder jetzt dann dementsprechend das Wasser auf jeden Fall einmal wechseln. Vorab gucken wir mal eben, wie das aussieht mit dem Mikrosiemenswert, was dort reingegangen ist ins Wasser. Wir haben hier eigentlich einen Mikrosiemenswert von 10 Pi mal Daumen im reinen Wasser. Und wir haben jetzt einen Wert von, muss ich sagen, mal gucken, knapp über 80. Also es ist doch schon einiges übergegangen ins Wasser. Und das holen wir heute einfach mal raus. Und damit hallo und herzlich willkommen nochmal hier im Reich der Pflanzen. Also, es geht weiter mit dem Schätzchen hier. Ich rüttel und schüttel das Ganze mal hier im Wasser, um gegebenenfalls lose Bestandteile einfach mal abzulösen in dem Sinne, ne? Dass die mal ins Wasser übergehen und dann einfach mit weggegossen werden. So, okay, dann kommt das Schätzchen wieder rein hier mit seinen Wurzeln und wir befüllen das Ganze wieder mit, genau, Wasser unter Druck gesetzt, ganz einfach, um es zu cleanen und ordentlich Luft, sprich auch Sauerstoff im Wasser zu haben. Das ist einfach ein positiver Effekt, das ist genial. So, musst du einfach mal ausprobieren, ich kann es dir nur empfehlen. Ne? Es ist tatsächlich eine richtig tolle Sache. So, jetzt haben wir sie komplett wieder unter Wasser gesetzt und brauchst keine Angst haben, in der Pflanze passiert dann nichts. Das ist so. Ne? Sie muss erstmal Wurzeln ausbilden. So, Restdruck gebe ich gleich drauf. Ich gucke schon mal in die Runde. Oh, es gibt einiges Tolles. So, okay, das war jetzt nach einem halben Tag, sagen wir mal. Ne? Gestern Mittag habe ich aufgehört zu filmen. Wir haben jetzt morgens, haben jetzt so um die 8 Uhr. So, das kurz mitgenommen. Wir kommen dann jetzt zu den Chilisamen. Ich muss allerdings einmal kurz die Temperatur wenigstens checken, dass wir wissen, in etwa, wie warm das da drin ist. Es ist natürlich... Innerhalb von 24 Stunden geht das mal hoch und mal runter so ein bisschen, ne, weil die Heizung hat ja nicht ständig eine gleiche Temperatur. Ist klar, logisch, ne? Weil wenn Raum warm, dann Heizung fährt runter, wenn Raum kalt, Heizung fährt hoch. Ne? Deswegen, das mal kurz am Rande mitgenommen. Trotzdem, so einen kleinen Wert möchte ich jetzt einfach haben, wie warm die Samen denn lagen dort im Basalt. Ja, also tolle Sache. So, und es gibt eine Veränderung jetzt auch. Also das ist dann auch wichtig und deswegen machen wir das jetzt und ich zeige dir das. Nebenbei mal kurz mitgenommen, der Farn, wie es jetzt bei ihm ausschaut. Das letzte Mal habe ich mit reinem Wasser nachgegossen, davor mit der 600er Variante. pH-Wert ist, kann ich selber gerade nicht lesen. Ja, sehr interessant muss ich sagen. Ich rüttel und schüttel das Ganze noch mal ein bisschen. Das ist sehr interessant, auf jeden Fall. Wir sind bei 4,4. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann in etwa. Ich halte es mal so rein. 4,4. Okay, so, Mikrosiemenswert ist auch interessant, definitiv. Ich hätte jetzt nicht gedacht, aber okay, er ist gewachsen. Das heißt, jetzt muss ich tatsächlich bald anders reagieren. So ist das manchmal, ne? Wenn die Babys groß werden, dann dementsprechend verbrauchen sie auch mehr. Wir haben einen Mikrosiemenswert, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, von 83 etwa, Pi mal Daumen so, ja, 83. Also recht wenig, interessanterweise muss ich sagen. Also das ist schon mal interessant. So, das Wasser kommt dann auch weg und in dem Zuge kriegt er jetzt die 600er Variante. Ich check mal, wie viel wir tatsächlich drin haben. Aber das ist jetzt wirklich interessant. Damit habe ich gar nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen, dass der jetzt doch so viel Nährstoffe braucht. So, wir haben drin 560 Mikrosiemens und die gieße ich jetzt wieder rein. Ich ziehe nochmal raus hier, dass du sehen kannst, wie das Ganze mehr oder weniger gebettet ist. Ne? So, okay. Jetzt habe ich ungefähr die Hälfte dessen, was noch drin war, nachgegossen, damit der Wert auch nicht zu schnell zu hoch steigt. Aber ist coole Sache, muss ich sagen. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich. Na, sieht wirklich wunderschön aus. Also das ist schon grandios. Ja, okay, wir lernen aus allen Projekten. So, und jetzt aber zu den Chilis in der Aussaat. Temperatur knapp 24 Grad. So, nun möchte ich mal wieder raus hier. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Und dann schauen wir so schon mal rein. Also es hat sich jetzt innerhalb der paar Stunden doch einiges getan, muss ich sagen. Okay, jetzt kommt die Kiste aber weg hier. Die Samen der Chilis sind gekeimt. Heute ist der 22.10. Die erste Aufnahme hatten wir in diesem Film am 21.10. gemacht.
Und wir sehen schon, dass das Schätzchen anfängt grüner zu werden. Was ist jetzt wichtig? Wir müssen sie akklimatisieren. Die dürfen also jetzt nicht mehr unter hoher Luftfeuchtigkeit stehen. Das ist jetzt beendet. Ne? Also sie müssen akklimatisiert werden, denn ansonsten ziehen wir uns hier Wasserpflanzen ran. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Dann gehen die auch kaputt. Also, die erste fängt an grün zu werden, sobald sie ans Licht kommen. Und das heißt jetzt aber auch, wir brauchen jetzt mehr Licht dort an der Fensterbank. Da bekommen sie gut wie wenig Licht, sage ich mal, seitlich etwas von der Zusatzbeleuchtung, weil das ist minimalistisch gar nicht der Rede wert. Dann heißt im Klartext, ja, sie brauchen jetzt einen anderen Standort. Und dann braucht es auch nicht mehr ganz so warm sein, wie wir es jetzt hatten. Da reichen 20 Grad vollkommen aus. Und in dem Zuge, ja, muss ich erstmal Platz suchen, denn sie sind wirklich lichthungrig. Das dürfen wir nicht vergessen. So, zu der Akklimatisierung, wenn wir es jetzt so machen, ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Nein. Ich gehe mal ein kleines Stückchen höher, so vielleicht, ja, so könnte es klappen. Wir nehmen jetzt nämlich einfach den Deckel und legen den so drauf hier, dass wir, sorry, dass jetzt so dunkel wird, dass wir hier Löschlein drin haben, dass Luftaustausch gegeben ist. Das ist jetzt ganz wichtig. Ja, okay, also hat das Ganze funktioniert hier im Basalt. Bis heute wohlgemerkt, ne, ist ein Test, nicht vergessen. Ja, wenn du nicht weißt, was wir gemacht haben, wir haben das Ganze tatsächlich auch abgefilmt. Dürfte ja noch nicht so lange her sein, wie du gesehen hast, und von daher einfach mal gucken. Es wird allerdings auch einen zusammenhängenden Film darüber geben werden. Das heißt, ich muss die ganzen Clips nochmal extra sammeln in einem Ordner, um uns dann später mal, ja, auf die komplette Reise mitzunehmen dann. Okay. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Nebengeräusche hier, weil ich will die Pumpen noch nicht ausstellen. Deswegen nur für den Clip hier mal eben geguckt. Wir sind jetzt bei ca. 40 cm Abstand. Und wir haben hier, können wir ja messen, einen Lux wenigstens. Ja, ich weiß, Farbspektrum, tralala, das können wir jetzt nicht messen. Aber wir können, ja, kriegen wir dazu und das blendet so vielleicht. Ne? Also wir haben hier knapp... 130 mal 10, also sagen wir 900 mal 10 sind 9000 Lux. 9000 Lux haben wir jetzt hier drunter und dann wollen wir mal gucken, wie Pflänzchen sich dann hier entwickeln. Ist jetzt zwar nur einfach hier drauf gestellt, aber wenn ich aufpasse, passiert da nichts. Ja, ist so, ne? Vielleicht überlege ich mir noch was anderes, aber momentan habe ich keinen anderen Standort. Das ist jetzt tatsächlich der optimalste. Ja, wollen wir mal gucken, wie es dann mit den Chilis hier unter Zusatzbeleuchtung im Winter funktionieren kann. Also sie müssen schon sehr viel Licht haben, das ist ganz wichtig. Also wie gesagt, 40 cm Abstand haben wir jetzt. Ob es dann noch besser wäre, sie näher dran zu holen oder nicht, ist eine andere Sache, aber ich denke mal eher nicht. Das sollte ausreichend sein. Aber wie gesagt, Versuch macht klug und dann lassen wir uns mal überraschen, wie sie sich entwickeln werden. Sieht alles gut aus, alles okay, aber wir sollten hier auf jeden Fall mal eingreifen. Das werden wir aber erst im nächsten Film sehen. Hier geht es um eine Monstera. Voraussichtlich gibt es dann eine Art Monstera Spezial wieder. Nur mal kurz angetiggert. Dort sehen wir schon mal eine Wurzel, die sich entwickelt. Das ist immer genial anzusehen. Auch wenn er vom Fokus her jetzt das Falsche einstellt hier. Okay. Ja, also hier machen wir tatsächlich ein Cleanup jetzt. Aber wie gesagt, das sehen wir dann im nächsten Film. Im Reich der Pflanzen, ja, die Feinjustierung, tolle Sache. Also, dass der Fahren uns jetzt zeigt, dass er mehr Nährstoffe haben will, auch eine tolle Sache. Ne? Und deswegen ist das Nachmessen ganz klasse Sache. Es verändert sich halt, das Ganze ist gewachsen, es ist mehr Masse geworden, es verbraucht mehr und dementsprechend möchte es anders versorgt werden. Ne? Also klein weniger, groß mehr und so weiter und so fort. So ist das halt. Ja, also, das soll reichen, weil wir haben noch früh morgens, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ich mache den Film jetzt fertig, damit er heute noch rankommt, damit wir ein bisschen was zu gucken haben. Und dann mache ich gleich, wenn ich fertig bin, mit dem Monstera weiter. Da unten, da steht ein Karton. Ja, also, es gibt neue Plantis. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Herzlichen Dank. Mehr werde ich noch nicht erwähnen, denn es geht ja erst im nächsten Film dann dementsprechend mit den Monsteras weiter. Also da bin ich ja hellauf begeistert, wie was funktioniert. Ich kann mal kurz unser Schätzchen holen hier. Ah, das ist auch so ein tolles Projekt mit den Albo Variegata. Ich bin dann immer noch überlegen, ob wir sie jetzt wirklich einpflanzen sollen oder ob wir sie einfach weiter hier in der Wasserkultur halten. Ich bin immer hin und her gerissen, bin ich ganz ehrlich. Das ist so grandios.
Das ist fantastisch. Okay, also Monstera, Vermehrung, Pflege, tralala, geht auf jeden Fall in die nächste Runde. So, siehst du wohl, haben wir es geschafft? Meine Güte, nee. Oh, ich habe gestern Nacht noch gefilmt bei den Garnelen und habe dann aber wieder aufgehört, weil mir da zu viel wurde. Und heute Morgen dachte ich, was machst du jetzt als erstes zu Ende oder wo machst du weiter? Und ich dachte mir, nee, das ist dann doch als Content anfangs für sonntags doch interessanter. Ne, auf jeden Fall. So, dann sehen wir auch nochmal schön im Kontrast das Blatt von dem Philodendron Silver Sword. Der muss auch unbedingt gegossen werden, der steht trocken. Ja, also gießen muss ich jetzt gleich auch noch. Ne? Also, nee, darf ich. Denn Pflanzen versorgen muss man nicht, sondern darf man. Das, ne? Es soll ja Spaß machen, nicht vergessen. Ne? Das ist schon. Ja, okay. Also, es geht auf jeden Fall munterfröhlich weiter hier.